Seeräuber sind nur kleine Schenke. So, der Seeräuber verkaufen und ein Skalde, ein Wachmann. Skalde, dich gut. So. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Okay, gut. Das reicht. Und wir gehen jetzt zum Warenhändler. Verkaufen Sie euch das Zeug hier. Cool, 800 haben wir verdient. Ah, ein Heer, zwei Heere. Okay. Rotok. Stimme ich natürlich nicht zu, ich will keinen Krieg mit Rotok. Was haben sie denn getan? Haben ja nicht viel getan. Was ist wieder eine Quest für die bösen Leute? Aber wir sind ja nette Leute. Kann man nicht diese Truppen hier zurückfallen? Ja. Müssen wir die ein bisschen zurückfahren lassen, damit sie nicht schon sterben, bevor sie. Ja, zum Beispiel den hier. Aber das ist nur der Sklaventreiber, die werden nie gut sein. Was gut sein ist, sind die Frauen, also die Bäuerinnen, die werden später zu Kriegsmeiden oder so. Und die sind richtig geil. Die killen richtig viel, also da habe ich immer wieder sehr viele gute Kämpfe gesehen von denen. Die töten richtig viel. Das sind so die offensive Varianten der Ritter, also richtig geil. Ja, voll in den Bauch. Schon fertig. Seeräuber. So, Nordvertran, bald sind sie Huskale. Okay, ja, dann haben wir hier den ersten Ritter. Herzlich willkommen. So. Und anschauen. 20, 37, 24. Nehmen wir hier noch ein Schild und der Rest können wir einfach hier. So, plus 1 Schaden könnten wir nehmen. Oh. Und Beförderungen. So. Verziehen, bis seid ihr bald wieder in Ordnung. Wahrscheinlich nicht. Tundra-Banditen. Nö. Nordkönigreich bietet euch 2400 Dinar in Silber, wenn ihr ihn Jarlfahren verkauft. Okay. Keine Freundschaft, das Dorf ist voller 20 Wegelager. Greift die Banditen an. Okay, man kann sie auch angreifen, wenn sie
gerade geplündert wurden. Das sind wahrscheinlich relativ starke. Schon. Ach komm. Ich will doch nur richtige Taste drücken, geht das nicht? Aua. Das Pferd. Yay. Und das Pferd gleich mit. Okay, nächste Stufe 5. Yay. Yay. Okay, Rolf verwundet in einem Helden. Ja, das haben wir ja schon mal gewesen. So, bomben wir einen Räucherfisch als Belohnung. Jetzt haben wir das. Diese Quest noch nicht erfüllt. Doch, wir haben sie erfüllt. Gut. Und Sergeant. Oh, Sergeant. Cool. Das nenne ich mal geil. So, Nisa. Du kommst jetzt mal etwas Besseres über. Einen Shade am besten noch. So. Einen Bogen kannst du sicherlich wahrscheinlich nicht tragen. Ja. Ja. So, Fertigkeiten. Du bist der Kämpfer. Einer der Kämpfer. Ich weiß nicht, wer Ding ist. Heiler. Einer muss Heiler sein. Chimera. Die ist Heilerin. Okay. Dann kann er eigentlich weiter zum Krieger ausgebildet werden. So. Und du nimmst ja toll. Taktiken. Nimmst du Taktiken? Taktiken ist Intelligenz. Gibt es keine Verstärke? Ja, dann nimmst du Taktiken. So. Weiters gehen. Gut. Prima. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt könnten wir wieder ein bisschen nach Süden gehen. Hier hin. Tundra-Banditen. My men would like a word with you about your personal belongings. Ja, ja. Und auf Deutsch. Zwei Sergeant in der Mitte. Cool. Dort. Ich will dich abknallen. Das ist schwer als ein Nicker-Shooter.
Ich kann nicht genau. So, wenn man genau zieht und eigentlich treffen sollte, schießt er immer ein bisschen daneben, wie vorher jetzt gerade gesehen. Oh, das war ein cooler Schuss. Nice. Kommen sehr viele Fahren über. Ich kann nicht verstehen, dass solche Spiele nicht so beliebt sind wie Ego-Shooter. Da muss man wirklich sehr viele Skill-Künste haben, Schießkünste. Ist doch prima, für mich ist es geil. Also ich denke, wenn man Bogenschießen gut skillt, hat man richtig gute Kontrolle über die Pfeile. Da muss man aber immer noch genau ziehen, vor allem die Flugbahn berechnen und so. Und ich habe ein paar Informationen von dem Nachfolger gefunden. Es heißt Bannerlord und wird wahrscheinlich genauso wie hier diese Reiche geben, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und einfach alles viel besser, ohne hoffentlich tausende von Bugs und so weiter. Also Wegfindung. Okay, Athletik. Dann nimmst du mal Schlagkraft 2 und hier Einhandwaffen. So, nicht das hier. Du hast hier Feuch und Rostig. Nimm du mal hier die nach hinten. 4. Ja. Sonst, wir haben noch ein bisschen zu lernen, ja. 300 Punkte, okay, gut. Aber die ist hoffentlich bald dann besser. So, nö. Können wir mal die nach Quest fragen? Hier. Guten Abend.